herzlich willkommen. Wir sind hier heute auf Schloss Schauensee beim Free Economic Forum und ich habe hier einen ganz besonderen Gast an meiner rechten Seite. Das ist Robert Neef. Er ist Autor und Publizist und ich freue mich sehr, dass ich ihm ein paar Fragen stellen kann an diesem wundervollen Kongress und wollte ganz gerne von Ihnen wissen, Herr Neef, inwiefern haben die deutschen Dichter und Denker insbesondere auch die Schweiz beeinflussen können? Welchen Einfluss hatte Friedrich Schiller zum Beispiel auf den Schweizer Staat in unserer Vergangenheit und auf die libertären Gedanken? Ja, Friedrich Schiller hat uns eigentlich unseren Staatsmythos geschenkt, indem er ihn dichterisch umgesetzt habe. Das war schon da, die Geschichte war da, aber er hat das in einer derart prägnanten Form formuliert und umgesetzt, dass das wirklich zum eigentlichen Staatsmythos geworden ist und eben nicht nur Wilhelm Tell, sondern es ist die Dialektik zwischen Wilhelm Tell, den ich als Verkörperer des Einzelgängers, des Individuums, des Anarchisten sehe, der in jedem von uns ein bisschen steckt. Und auf der anderen Seite die Versammlung auf dem Rütli. Das ist eine Wiese, wo die Gruppe sich zusammengefunden hat und gesagt hat, wir müssen gewisse gemeinsame Probleme gemeinsam beweglich lösen. Das ist gewissermaßen die genossenschaftliche Komponente. Und die ganze Schweiz ist eigentlich ein Dialog zwischen diesen beiden Freiheitsauffassungen, eine individualistische Freiheitsauffassung und eine kommunitaristische Freiheitsauffassung, das geht nie völlig auf. Aber das Schöne ist ja, dass das aufeinander Bezug nimmt. Und Tell ist ja nicht historisch, das ist ein Mythos. Es hat Figuren wie Tell gegeben. Schiller hat richtigerweise, Tell war auf dem Rütli, als die Schweiz gegründet worden ist, nicht dabei. Er war nicht dabei, er war nicht dagegen, aber hat gesagt, das ist nicht mein Ding. Mein Ding ist es, die Tyrannen zu bekämpfen. Und er hat ihn ja schließlich auch dann getötet. Also Tell ist der Tyrannentöter, nicht Mörder, Töter. Und das Interessante an Tell ist auch, man hat mich immer wieder herausgefordert in der Schweiz, meine Begeisterung für Tell und Schiller und so ein bisschen moderater vorzutragen, hat gesagt, das ist ein Männerstück, da wird geschossen und Pfeil und Bogen und so weiter. Also das hat mit der heutigen Schweiz zu wenig zu tun. Aber wer das Schauspiel analysiert, der wird sehen, dass alle guten Ideen und alle klugen Sätze werden von Frauen gesprochen. Es ist also ein, wer das richtig analysiert, sieht, dass die Frau von Stauffacher ihren Mann angestachelt hat, nun endlich was zu tun. Eine zweite Geschichte, das ist ein adliges Paar, die Bertha und der Rudenz. Und das Stück endet eigentlich, dass die Bertha den adligen Rudenz davon überzeugt, dass er da mitmachen soll. Und das Stück endet mit dem Bekenntnis von Rudenz, der sagt, und frei sind alle meine Knechte. Also es ist die freiwillige Entlassung von einem Adligen. Das war für Schiller sehr viel wichtiger als die ganze Revolution in Frankreich, die blutig geendet hat und die zuletzt auch wieder zu neuen Strukturen geführt hat. Also Schiller war wirklich der Denker der Freiheit. Und ich habe ja ein Büchlein darüber geschrieben. Und ich bin froh, dass Sie gleich mit dem begonnen haben. Ich bin ein bisschen lang geworden, aber das ist mir sehr wichtig. Und wenn man mich fragt, was ist denn die Erfolgsgeschichte der Schweiz, vor allem wenn ich in Asien referiere, sagen alle, tell us the secret of your success. Da sage ich, there is not one secret. Es gibt verschiedene Geheimnisse. Aber ein Geheimnis ist tatsächlich ein wirklich tragfähiger und sinnvoller gemeinsamer Mythos. Und das ist die Geschichte von Tell. Ja, danke Herr Neef für die Antwort. Auch die Rolle der Frau an der Stelle sehr interessant. Also man sagt ja auch immer, hinter jedem starken Mann steht auch eine starke Frau. Sie erwähnten auch häufiger den Begriff Sturzbach der Freiheit und bezogen sich da auf ein Zitat von Ludwig Erhard. Und da würde ich gerne mal wissen, was Sie darunter verstehen, was Sie damit verbinden und
was die Kraft dahinter ist. Ja, nicht Freiheit lässt sich nicht konstruieren. Es ist kein Konstrukt und lässt sich auch nicht erfinden. Freiheit ist nicht erfunden worden. Freiheit ist da und sie wird entdeckt und sie wird entfesselt. Und das hat eben Ludwig Erhard in dieser Beschreibung aus seiner Sicht des Wirtschaftswunders, er hat ja immer gesagt, das war kein Wunder, sondern das war eben, und da finde ich den Begriff, den ich bei ihm gefunden habe, das war der Sturzbach der Freiheit. Und Sturzbach ist natürlich für Schweizer ein sehr schönes Bild. Das ist das Wasser, das da so entfesselt über die Felsen runterstürzt. Und also Freiheit muss man nicht machen, sondern Freiheit muss man zulassen. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Und das gilt auch bei Märkten, bei offenen Märkten. Man sagt mich immer, glaubst du an den Markt? Bist du ein Marktist? Und dann sage ich, ich muss daran gar nicht glauben. Market happens, also Markt geschieht. Und entweder er ist weiß, er ist grau oder er ist schwarz, aber er ist immer da, auch wenn er verboten wird. Also das ist eine anthropologische Grundtatsache, dass Menschen, die ihre Arbeit teilen und die auch verschiedenen Geschlechts sind, die beruhen auf Tausch und Kommunikation. Und Tausch und Kommunikation gibt's immer. Und je weniger der behindert reguliert wird, desto mehr entwickelt er sich spontan. Und es ist nicht alles gut, was in Freiheit entsteht. Da gibt es Versuch und Irrtum und es gibt Fehler. Und aus diesen Fehlern kann man dann gemeinsam lernen. Also die Meinung, wir müssten jetzt eine Ordnung aufbauen und konstruieren. Und es braucht da außerordentlich viele gescheite Leute, die sagen, was zur Freiheit gehört. Zur Freiheit gehört, dass man nicht in sie eingreift. Danke, Herr Neef. Ja, das ist auch ein schöner Punkt mit den Fehlern, wo ich immer wieder mir die Frage stelle, inwiefern wir auch aus den Fehlern der Vergangenheit lernen können. Ich stelle aktuell sehr stark fest, dass die Spaltung der Gesellschaft ein großes Thema ist, dass man sich einer Gruppe zugehörig fühlen sollte, müsste, wenn man eine Meinung in einem Punkt bezieht. Und es führt automatisch auch schnell in eine Spaltung in dem System, in dem wir aktuell leben. Wir hatten es eben gerade noch beim Frühstückscafé. Was ist das Gegenteil von links und was ist das Gegenteil von rechts? Die Frage würde ich Ihnen auch gerne nochmal stellen. Ja, Sie bringen mich auf alle meine Lieblingsthemen. Nicht die Aufteilung von links und rechts, sie geht bekanntlich auf das französische Parlament zurück, wo die Anhänger der alten Ordnung des Adels, die saßen rechts, und die Anhänger der neuen Ordnung der Revolution, die saßen links. Und das hat dann diese Zweiteilung begründet. Und die ist nicht völlig sinnlos, also sie hat historische Wurzeln, aber sie führt heute zu einer Spaltung, die ich für sehr schädlich halte. Weil man dann auf beiden Seiten sagt, wenn ich links bin, dann ist links gut und rechts böse. Und wenn ich rechts bin, ist links böse und ich bin gut. Und diese Einteilung von guten und bösen Menschen, diese Zweiteilung, die ist für das Zusammenleben absolut zerstörerisch. Man muss eben das finden, was auf der anderen Seite auch eine gute Idee sein könnte. Und dieses gegenseitige blinde Bekämpfen, das heute in den USA besonders penetrant stattfindet, ist für die Politik sehr schädlich. Und wir haben heute eben mit dieser Gruppierung, die ich nicht mehr definieren kann, haben wir Gegensätze, wo der echte Gegensatz, den ich finde, die Leute, die an Zentralität und an Macht glauben und an Staat glauben, die sind auf der anderen Seite, und Leute, die nicht an das glauben, sind auf der anderen Seite. Und ich habe nun wirklich große Mühe, das in der heutigen Parteienlandschaft irgendwie zuzuordnen. Aus meiner Sicht glauben alle etablierten Parteien viel zu sehr an den Staat,
und viel zu sehr an die Fähigkeit, zentrale Lösungen durch Zwang gemeinsam durchzuführen. Und ich sehe praktisch keine organisierten Gruppierungen, die wirklich gemeinsam nach Alternativen suchen. Wir sind ja hier in einer Veranstaltung, wo man sagt, wir wollen alle weniger Staat. Und es gibt solche, die sagen, wir wollen überhaupt keinen Staat mehr. Und als gedankliche Operation, dass man sagt, ich gehe mal zurück auf Null, da mache ich mit. Aber ich möchte da nicht bleiben. Ich möchte gewissermaßen das, was notwendig ist im ursprünglichen Sinn, doch gemeinsam wieder neu erfinden. Und das ist die Aufgabe. Also wer neue Städte gründen will, der will ja nicht Orte der Anarchie schaffen, sondern er will Orte schaffen, wo es möglichst wenig Zwang und möglichst wenig Regulierung braucht, aber nicht keine. Und das finde ich das Spannende an solchen Veranstaltungen. Aber ich finde in der organisierten Politik eigentlich praktisch keine Gruppierung, die das gemeinsam so will. Und darum, also ich bin in einer Partei, gerade weil ich die Leute dort ärgern will, dass ich nicht alle ihre Meinungen teile. Aber ich verstehe sehr gut, wenn die Leute sagen, also das, was ich will, das wird eigentlich in keiner Partei formuliert. Und eines meiner großen Anliegen, und ich bin froh, dass Sie das thematisieren, ist eben diese Verabschiedung des Links-Rechts-Schemas, die auch zu ganz schlimmen Sachen geführt hat, indem man sagt, rechts, das war der Hitler, das war der Mussolini, nicht? Aber Hitler war total gegen die Liberalen, Hitler war total gegen Märkte, er war für das Primat der Politik und so weiter. Was daran in meiner Sicht pro Markt und pro Freiheit gewesen wäre, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich meine eher, er war ein Kollektivist und er war ein Etatist und er war aus dieser Sicht eben auf der anderen Seite. Danke, Herr Neef. Das sind viele spannende Punkte und Ansätze. Und das spielt ja auch sehr darauf an, was man auch immer wieder die Fragen, die man dann auch immer wieder bekommt, wenn man für einen Markt ist oder für einen freieren Markt, sage ich mal, dass natürlich die soziale Komponente nicht fehlen darf. Man aber auch wieder, wie könnte ein Modell aussehen, Herr Neef, Ihrer Meinung nach, in dem wir sowohl einen freien Markt haben, aber auch die soziale Komponente bedienen. Sie hatten auch mal sich bezogen auf Wilhelm Röpke. Was hat er denn Ihrer Meinung nach in das libertäre Gedankengut in der Vergangenheit auch in den Hayek-Gesellschaften mit eingebracht? Ja, ich mag Röpke, ich sehe aber auch seine Grenzen. Röpke war auch sehr zeitbedingt. Er schwärmte für kleine Gemeinschaften. Er war, sein Herz schlug für das Land und nicht für die Stadt. Und er bevorzugte kleine, spontane Lösungen, aber er ging vielleicht seine Vorstellungen über eine auf Agrargruppierungen basierende Netzwerke und so weiter, das passt irgendwie aus meiner Sicht nicht ganz in die heutige Zeit, die eben durch Arbeitsteilung global vernetzt ist, die auch technologisch durch das Internet vernetzt ist. Ich halte das Internet nicht für einen Fluch. Es hat Gefahren, aber es hat auch riesige Chancen. Es ermöglicht Kommunikation praktisch weltweit zwischen Leuten, die diese Kommunikation suchen. Die riskieren dann die Überwachung, aber irgendwie eine gute Mischung von Kommunikationsmöglichkeit und von Risiko eben dadurch sich auch zu exponieren, finde ich eben besser als das Schwärmen von einer Zeit, wo man nur noch am Stammtisch miteinander kommunizierte und so weiter. Ich habe Röpke persönlich nicht gekannt, ich habe aber seine Kontroversen mit anderen Liberalen sehr genau verfolgt und ich kann einen Teil seiner Ideen nachvollziehen, aber ich sage, Röpke war zeitgebunden und wir müssen irgendwie seine Ideale des Kleinen, des Spontanen, des Persönlichen, der Face-to-Face-Beziehung, die müssen wir übertragen in eine Gesellschaft, wo es auch Face-to-Face am Internet gibt. Und
Röpke hat für die Zeitschrift, die ich eine Zeit lang geleitet habe, viele Artikel publiziert. Und ich habe mal die Idee gehabt, das könnte man alles wieder in einem Buch neu publizieren. Aber ich hätte da so viel Anmerkungen und Erklärungen machen können. Er war gegen das allgemeine Frauenstimmrecht. Er war in gewissem Ausmaß für die Zeit, auch für die Apartheid in Südafrika und so. Das geht heute einfach nicht mehr, solche Dinge Telgeld zu propagieren, weil er war auch in den Irrtümern seiner Zeit irgendwie verständlicherweise verstrickt. Etwas anderes war mit Friedrich August von Hayek, der für die Schweizer Monatshefte auch viel publiziert hat. Da habe ich sämtliche Artikel, die er dort publiziert hat, habe ich in einem Sammelband publizieren können, praktisch ohne jede Anmerkung. Und ich sage nicht, Hayek war gut, weil er sehr allgemein und sehr säkular geschrieben hat für das nächste Jahrhundert. Und Röpke war schlecht, weil er für seine Zeit geschrieben hat und auch in den Irrtümern seiner Zeit befangen war. Aber ich bin froh, dass es beide gegeben hat und wir können von beiden lernen. Ja, danke. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch der Punkt. Das zeigt auch wieder, dass es da kein Schwarz und Weiß geben sollte und darf. Und wir von all dem, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, auch lernen dürfen und das Gute aus allen Konzepten uns vielleicht herausziehen und schauen, wie wir diese Gesellschaft und Welt zu einer besseren machen. Wir hatten ja gestern auch noch einen kurzen Diskurs, beziehungsweise Sie hatten auch ein Begriff mit eingebracht, den Non-Zentralismus. Und ja, vielleicht möchten Sie zu diesem Begriff auch gerne nochmal eine Erläuterung mitgeben. Ja, Sie haben das Talent, mich auf alle meine Hobbys anzusprechen. Ich habe kurz erklärt, warum ich zu diesem Begriff Non-Zentralismus komme. Eigentlich ist es das, was im deutschen Sprachbereich Föderalismus genannt wird, also die Zuneigung zu kleineren Einheiten, die überschaubar sind und so weiter. Der Begriff Föderalismus ist aber darum ungeeignet, weil er in verschiedenen Sprachen Verschiedenes heißt. In Amerika waren die Federalists jene, die mehr Kompetenzen bei Washington wollten und weniger bei den Staaten. Und das andere waren die Confederalists, der Süden, der lieber unabhängige Staaten hatte mit unabhängigen Möglichkeiten auch grundsätzliche Dinge zu regulieren. Also ich wäre wahrscheinlich auch eher Konföderalist gewesen in den USA, obwohl ich die Abschaffung der Sklaverei natürlich für einen riesigen und wichtigen Schritt halte. Aber die hätte sich selbst abgeschafft, auch ohne Krieg. Aber das ist ein anderes Thema. Also ich komme zu Non-Zentralismus, weil ich einen Begriff suche, der in allen Sprachen verständlich ist. Das sagt dann klar, wir wollen nicht mehr Zentralität, sondern weniger Zentralität. Und das ist klar. Der Begriff ist eigentlich nicht gut angekommen. Und viele meiner Kollegen haben gesagt, hör mal, du darfst eben nicht etwas propagieren und dann mit einem Nein versehen. Also was man befürwortet, sollte man nicht mit Non beginnen, nicht? Und das hat sicher seine Gründe, ob sich das durchsetzt oder nicht. Ich finde einfach Non-Zentralismus besser als Dezentralisierung. Weil wenn man das wörtlich anschaut, ist ja bei der Dezentralisierung eine gnädige Zentrale, die wieder irgendwas stückweise zurückgibt die Nabelschnur, die bleibt. Also das neue Gebiet wird gar nicht richtig geboren. Und darum halte ich sehr wenig von Dezentralismus. Wenn man Lokalismus sagt oder Kommunalismus und so weiter, dann bin ich dafür, aber das ist mir dann zu romantisch. Wir können nicht alle Probleme dieser Welt auf lokaler Ebene lösen. Darum sage ich auch nicht Antizentralismus. Es gibt gewisse Dinge, wo ich froh bin, wenn sich Zentren bilden, wenn sich Zentren auch verlagern. Es hat immer wieder auch in der Kultur, es gibt Kulturzentren, es gibt Zentren, wo es die beste Oper oder das beste Ballett und so weiter gibt. Das wechselt aber.
Das wechselt und das ist auch gut so. Also ich bin nicht Antizentralist und vielleicht wird sich der Begriff noch einmal noch durchsetzen, wenn, oder vielleicht findet man noch was Besseres, aber dezentral geht für mich nicht und föderalistisch geht für mich nicht, weil es schwer übersetzbar ist und schwerwiegende Missverständnisse auslöst. Also beispielsweise Föderalismus heißt auch auf mein Buch über Nonzentralismus ist auf Russisch übersetzt worden. Ob das je dort, also sicher liegt es nicht beim Putin auf dem Schreibtisch, leider nicht. Aber dort, auch auf Russisch habe ich mir sagen lassen, heißt der auf Russisch übersetzte Begriff Föderalismus, heißt mehr Kompetenzen beim Zentrum. Und darum bin ich sehr froh, dass mindestens in dieser russischen Aufgabe eben das ganz klar gesagt wird, wir wollen Kompetenzen so lokal wie möglich und auch so individuell wie möglich und so privat wie möglich ansiedeln. Das ist nicht immer die beste Lösung, aber es muss auf dieser Ebene experimentiert werden. Vielleicht kann ich das jetzt auch noch einbringen oder vielleicht hätten Sie mich das dann auch noch gefragt. Für mich ist in der Politik gibt es keine wirklich wissenschaftlich beweisbar richtigen Lösungen. Politik ist ein Riesenexperiment. Und man kann ich bin natürlich für den Wettbewerb, aber hinter der Idee des Wettbewerbs steht für mich die Idee des gegenseitigen Lernens. Wir müssen in der Politik gegenseitig voneinander lernen, wir müssen nicht einander bekämpfen. Und man kann aus Fehlern auch sehr viel lernen. Und ich gehe sogar so weit, ich weiß nicht, gibt es da eine Philosophie dahinter, dass man möglicherweise aus Fehlern mehr lernen kann, als aus Erfolgen, weil Erfolg ist immer auch Zufall, Fehler vielleicht auch, aber Fehler sind eher analysierbar und man kann aus Fehlern, die gemacht werden, aus meiner Sicht systematischer lernen. Ja, danke, Herr Nief, das finde ich sehr, sehr schön und vor allen Dingen nehme ich halt auch wahr, dass Sie einen sehr friedlichen Ansatz vertreten, das imponiert mir sehr und auch sehr viel mit positiver Kraft vorangehen. Man sieht ja oft in der Krise immer diese große Katastrophe. Aktuell befinden wir uns in einer Phase eines Umbruches, einer Krise und schön ist es mitzubekommen, dass Sie da auch immer wieder auf die Chance verweisen. Wie könnte denn Ihrer Meinung nach diese Chance auch friedlich genutzt werden, dieses Umbruchs? Ja, Frieden ist auch etwas, das nicht gemacht werden kann. Frieden entsteht eigentlich dadurch, dass Menschen darauf verzichten, ihre Vorstellungen über Gerechtigkeit durch alle Böden hindurch zu verteidigen. Und es gibt ja die berühmte Dreierformel, Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der Schöpfung. Oder andere beginnen mit Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Und ich finde, wenn man mit Gerechtigkeit beginnt und das als Grundwert anstellt, dann ist der Friede eigentlich schon verspielt. Weil die Vorstellungen über Gerechtigkeit, die divergieren, wahrscheinlich auch zwischen uns, und das ist auch gut so, und die divergieren stark. Und Friede entsteht, wenn jeder darauf verzichtet, seine persönliche Auffassung von Gerechtigkeit durch alle Böden hindurch zu vertreten. Und gläubige Menschen, die sagen, eigentlich weiß nur Gott, was gerecht ist. Und wenn sich die Menschen anmaßen zu sagen, ich weiß, was gerecht ist, dann spielen sie Gott. Und das ist für mich ein sehr wichtiger Grund, diesen basierten Glauben an etwas, das wir alle nicht wissen, eben aufrechtzuerhalten. Und heute wird eigentlich der ursprünglich weit verbreitete Glaube an einen allmächtigen Gott wird ersetzt durch einen Glauben an einen allmächtigen Staat. Und wenn man das ersetzt an einen Glauben an nichts, habe ich nichts dagegen. Aber ich glaube nicht, dass es viele Menschen gibt, die das durchziehen.
Und das ist für mich sehr wichtig. Also Friede entsteht dadurch, dass man bereit ist, nachzugeben. Und ich bin Vater von zwei Kindern und Großvater auch von Enkeln. Und ich beobachte immer den Kinderstreit. Den gibt's ja und den gibt's häufig. Und wenn man den Kinderstreit schlichten will, dann kommt in der Regel von beiden Seiten, er hat angefangen oder sie hat angefangen und so weiter. Und meine Bemerkung ist immer, mich interessiert es nicht, wer angefangen hat. Mich interessiert jetzt, wer anfängt aufzuhören. Und Friede entsteht dann, wenn einer wirklich die Bereitschaft hat, anzufangen, aufzuhören. Und das ist sehr schwer. Ich weiß nicht, wie das im heutigen Konflikt dann sein wird. Aber ich glaube, ein Friede zwischen diesen beiden Kämpfen, wo die Sympathie natürlich bei mir, bei den Verteidigern ist. Aber nicht restlos. Weil ich weiß manchmal nicht ganz, was die verteidigen, nicht? Und der Friede ist dort nur möglich, wenn irgendwo eine Bereitschaft ist, eben gewisse Fakten zu akzeptieren und gewisse Ungerechtigkeiten vielleicht einfach auch wegzustecken. Ob und wann das stattfindet, weiß ich nicht, aber ich hoffe, es findet statt, sonst gibt es nämlich keinen Frieden. Ja, Herr Neef, das war sehr schön und ich denke auch ein sehr schönes Schlusswort, weil ich denke, dass Frieden eigentlich das höchste Gut ist, was wir zu verteidigen haben. Und das ist auch der Grund, warum wir uns einsetzen, weil wir für die Generationen, denke ich, danach, wir haben gestern kurz drüber gesprochen, auch etwas dalassen möchten. Eine letzte ganz kurze Frage habe ich noch. Was bedeutet Ihnen die Musik? Sie bedeutet mir sehr viel. Ich habe Geige gespielt lange, bis ich merkte, dass ich immer schlechter werde. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich was anderes. Ich bin jetzt in einem Jodelclub und ich singe dort zweiten Bass. Und ich genieße dort, dass ich eigentlich einfach mit dabei bin und irgendwie auf keine Weise irgendwie eine führende Rolle spielen muss. Und Musik ist für mich eben die Suche nach Harmonie und es ist vielleicht kein Zufall, dass die Polyphonik, also die Musik, die auf verschiedenen Harmonien und wechselnden Harmonien und im Zusammenspiel mit verschiedenen Instrumenten besteht, die hat sich im europäischen oder im Mittelmeerraum eigentlich entwickelt. Und die ist ganz wichtig, die ist eigentlich das Symbol für das Zusammenklingen von verschiedenen Dingen. Und es ist ja nicht nur das Zusammenklingen, dazu kommt dann auch der Rhythmus. Und ich finde, wenn die Politik von der Musik lernen könnte, wie man Rhythmen und Harmonien und wechselnde Harmonien und auch Disharmonien irgendwie kombinieren kann, dann wäre das ein Riesenfortschritt. Und ich halte ja die Kultur für das wichtigste Subsystem. Und ich sage immer, die Wirtschaft sollte nicht Bestandteil des Staates sein, das ist ganz schlimm, sondern die Wirtschaft sollte sich als Bestandteil der Kultur definieren und sich dort einfügen und dort eben diese Mischung von Klang und Missklang und Rhythmus und so weiter immer wieder neu finden. Aber Sie haben wirklich das Talent, alle meine Lieblingsideen kurz anzusprechen und ich bin sehr dankbar, dass ich für dieses Einfühlungsvermögen. Sehr gerne, Herr Neef. Ich danke Ihnen für das wunderbare Interview und würde sagen, wir verabschieden uns an der Stelle und hoffen auf eine wundervolle, friedliche Zukunft. Dankeschön, Herr Neef.